Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit B Kinderspielzeug und herzlich willkommen zu einem großen Meerjungfrauenvergleich. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Meerjungfrauenpuppen. Das sind 2 Meerjungfrauen Kinder oder Mini-Meerjungfrauen. Ein Mann ist mit dabei und ja, wir schauen uns jetzt alle einfach mal etwas genauer an. Als erste die wohl bekannteste Meerjungfrau, Ariel, mit den hübschen roten Haaren. Und das ist eine Puppe, die kann man unter Wasser tauchen und dann hier drücken. Und dann spritzt hier hinten eine Wasserfontäne raus. Hier ist die Flosse relativ fest. Aber wenn man das Ganze so anfasst, fühlt sich an, es ist so ein bisschen Gummi. Man kann das auch so hin und her schieben. Hier unten die Flosse lässt sich in alle Richtungen bewegen und das Oberteil, das ist fest, kann man auch nicht ausziehen. Und die Besonderheit bei dem Oberteil ist, wenn man das in kaltes oder warmes Wasser reinlegt, dann verändert sich ein bisschen die Farbe. Das erkennt man hier so ein bisschen, so ist es eigentlich und so ist es dann, wenn es in bestimmten Temperaturen ist. Ich halte mal den Finger drauf, mal schauen, ob sich das dann verändert. Genau. Bei Wärme wird es etwas dunkler. Jetzt erkennt man, es ist schon etwas dunkler lila geworden. Die finde ich auf jeden Fall super niedlich und ich mag Ariel auch richtig gerne. Ich finde, das ist auch ein ganz toller Film. Also die mochte ich immer schon gerne. Eine meiner Lieblingsmeerjungfrauen. Dann haben wir hier die Michelle Mermaid von der Ever After High. Die finde ich wirklich super hübsch. Sie hat diese tollen lila-pinken Haare, türkisfarbene Augen und hier ist auch so ein bisschen Glitzer auf ihrer Wange, kleine Sternchen. Aber das Besondere bei ihr ist, die hat 2 Füße. Das ist hier nur so ein Meerjungfrauenrock. Nennt sich aber Michelle Mermaid, also ist irgendwie eine Meerjungfrau. Ich glaube, die Tochter der kleinen Meerjungfrau. Wenn ihr mehr über Michelle wisst, könnt ihr es ja auch noch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich glaube, sie soll die Tochter von Ariel sein. Und da ist auch eine gewisse Ähnlichkeit da, finde ich. Also die Augen sehen ähnlich aus von der Farbe. Nur, dass die eben nicht die roten Haare hat, sondern so pink-lilane Haare. Dann haben wir hier die beiden Mini-Meerjungfrauen. Die finde ich auch super niedlich. Die haben ganz lange, bunte Haare. Und hier in der Mitte kann man die so einknicken. Also das sind Flossen, die sich so bewegen lassen. Die Flossen haben tolle Farben, also tolle Farbübergänge. Und hier unten, das lässt sich nur so ganz leicht hin und her bewegen. Die haben auch total schöne Augen, also so strahlende Augen mit interessanten Farben und auch ganz hübsch geschminkt. Und beide haben so eine Kopfbedeckung. Aber am auffälligsten sind womöglich diese leuchtenden, schönen Haare. Dann haben wir diese besondere Barbie hier. Die finde ich auch sehr, sehr hübsch. Also ein hübsches Gesicht. Blonde Haare und feine pinke Strähnen. Das ist, glaube ich, auch eine Prinzessin. Die trägt nämlich eine Krone. Außerdem Perlenschmuck und eine Perle hier, wenn man die drückt, dann verändert die sich und hat auf einmal eine andere Flossenfarbe. Also da kann man die Flosse verändern. Ich klicke das hier nochmal rein. Die kann man hier hinten so reindrücken, diese beiden kleinen Muscheln. Und dann ist es auf einmal eine ganz andere Flosse. Die finde ich auf jeden Fall auch cool. Sehr coole Funktion und man kann die hier so hin und her bewegen. Die kann also sitzen und sonst sich eben gerade machen und durchs Wasser schwimmen. So, dann haben wir hier den Finnegan Wake, den Sohn von der Meerjungfrau. Wahrscheinlich auch von der kleinen Meerjungfrau. Der ist auf jeden Fall von der Monster High. Also wir haben schon jemanden von der Ever After High und von der Monster High. Der ist also eigentlich ein Monster. Sehr schlank finde ich den. So sehr schmal hier mit der Flosse und hier oben sehr muskulös. Der sitzt nämlich eigentlich im Rollstuhl. Aber ich habe den mal mit in unsere Meerjungfrauensammlung hier mit reingenommen. Also das ist natürlich keine Meerjungfrau, sondern ein Wassermann. Sieht sehr cool und interessant aus, finde ich. Auch ähnliche Farben hier, blau schimmernd. Und wenn der jetzt der Sohn von der Meerjungfrau ist und sie die Tochter von der Meerjungfrau, dann ist das ja, glaube ich, die Mutter von den beiden. Wahrscheinlich nicht wirklich, aber
ja, je nachdem, wie man das Ganze so sieht. Dann habe ich hier noch Barbie. Eine Barbie mit Lichteffekten. Die hat die Regenbogenflosse. Kann auch schön durchs Wasser schwimmen und dabei leuchten. Und sie hat ein buntes Oberteil auch. Und ihre Haare, die hat Nina mal angemalt in einem Video mit Haarkreide. Deswegen hat die so richtig schöne bunte Regenbogenhaare. Ja, eigentlich ist das hier keine Familie, aber man könnte das natürlich als Familie zusammenstellen, wenn das dann die Mutter ist, Ariel. Und dann sind Finnegan und Michelle die Kinder. So, Ariel die Mutter, das sind die beiden Kinder. Vielleicht ist dann Barbie die Freundin von Finnegan. Und die haben vielleicht schon zwei kleine Töchter. Und vielleicht hat die Meerjungfrau ja auch noch eine weitere Tochter. Das könnte dann die Regenbogen-Barbie sein. Das ist eine mögliche Familienkonstellation. Vielleicht habt ihr auch noch weitere Ideen. Oder vielleicht sagt ihr auch, das ist doch totaler Quatsch. Die kann doch nicht die Mutter von den anderen sein. Oder das sind auf gar keinen Fall Geschwister. Aber vielleicht habt ihr auch Lust, euch, gerade so wie ich, einfach mal auszudenken, wer hier vielleicht mit wem verwandt ist. Vielleicht ist das auch die Tochter von ihr. Die sehen sich auch ziemlich ähnlich. Oder diese drei sehen sich eigentlich sehr ähnlich. Und die eine hat ja auch pinke Haare und die andere lila, ne? Und die hat lila-pinke Haare. Also eigentlich ist das nicht ganz offensichtlich, dass die irgendwie verwandt sind. Die sehen sich so ähnlich. Also doch, ich glaube, das hier muss eine Familie sein. Und das ist vielleicht eine alleinerziehende Mutter. Oder vielleicht habt ihr noch eine weitere coole Idee. Also gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat die Meerjungfrauenübersicht gefallen. Und vielleicht habt ihr auch Lust, irgendwas in die Kommentare zu schreiben, wie welche dieser Puppen gefällt euch am besten. Oder wer könnte mit wem verwandt sein, habe ich ja gerade schon gesagt. Wer ist eure Lieblingsmeerjungfrau? Alles gerne unten reinschreiben. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!